Test, Test. Also, wir machen hier Test, 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 Wiesengaudi TV. Und Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Und heute sind wir hier mit... Monika Yvonne Korn is my name. Also, ich kenne dich ja von einer Sendung auf Pro7, das Model und der Freak. Ach, und du willst dich jetzt bewerben? Ja, ja, absolut. Ich will mich als Freak bewerben. Genau, genau das ist das. Ja, da kann man einiges daraus machen aus dir, sehe ich schon gleich auf den ersten Blick. Was, was könnte man denn machen? Na, besser geht's. Schau mal hier runter. Ich habe leider ein Loch. Also, das haben die Freaks so wahrscheinlich immer. Das ist mir heute passiert. Das ist schon mal, geht gar nicht, eine Frau auf seinen Schritt aufmerksam zu machen. Punkt 1. Ich wollte ja nur, dass du einmal in meinem Leben mir da unten hinschaust. Warum reißt denn der bei dir? Das ist die Frage. Also eine Frau war nicht, nicht die Ursache. Mann auch nicht. Wir sprechen hier alle immer auf meine Homosexualität an. Also irgendwas stimmt doch nicht. Okay, weiter. Thema. Okay, wie machst du das beim Model and the Freak? Da hast du ja wirklich gecoacht. Ich bin ja Flirt-Coach. Und ich fand das unglaublich spannend, was du aus diesen Männern rausgeholt hast. Ging es da vor allem um die Motivation, Styling? Nee, mir geht es einfach, meine Motivation ist, schönere Männer auf der Straße zu haben, ja. Es ist einfach ein Ego-Ding. Für meine Augen soll es gut aussehende Männer geben. Darum mache ich das. Gibt es da bald mal wieder eine neue Staffel? Ja, vielleicht, aber nicht mit mir. Ich bin da aus dem Alter aus. Also das sind die jüngeren Mädels jetzt dran, die haben mehr Ahnung, die sollen es machen. Erzähl und uns ich doch. Bin gleich heißer, ich habe schon keine Stimme mehr. Wir machen nur noch ganz kurz. Erzähl uns doch mal, wir wollen ja auch inhaltliche Ebene hier machen. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz. Erzähl doch noch mal ganz kurz, was sind so deine neuen Projekte? Meine neuen Projekte ist erstmal, ich bin Mutter geworden und meine Tochter ist jetzt 5 Monate alt. Wie man an meinem Dekolleté sehen kann, still ich noch. Und solange mache ich nur ein paar kleine Jobs, Modenschauen, Shootings oder Moderation. Das mache ich, ja. Und aber alles in einem kleinen Rahmen, weil ich bin groß, habe auch sehr viel Arbeit. Schau mal, mir ist es nicht aufgefallen, weil ich eben nicht aufs Dekolleté geschaut habe, so gut erzogen bin. Was bist du für ein Flirt-Coach? Man muss das ja auch machen, immer ins Auge schauen. Wenn die Frau mal hustet, gibt man dem Mann die Möglichkeit, mal zu gucken. Ja? Da gibt's einen, ich glaube, so beenden wir das Ganze, da gibt es einen guten Spruch. Es gibt Männer, die schauen auf die Brüste und sagen, du hast schöne Augen. Ich schaue dir in die Augen und sage, du hast schöne Brüste. Danke von Wiesengaudi TV.